Heute zeige ich euch mein zweites Gericht von 10 Blogger. Aber halt, noch ist es nicht so weit. Es befindet sich hier in diesem El Fuego Smoker. Und zwar gesmokte Ochsenbäckchen. Richtig geil. Unterstützt wird das Ganze von Starch Hero und Biergenuss verbindet. Die haben mir echt geholfen bei dem Rezept. Und deswegen will ich euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Und los geht's. Willkommen bei Smoking Bees Barbecue. Bei dem Rezept handelt es sich nicht einfach nur um gesmokte Ochsenbäckchen. Nein, nein. Das ist ein Barbacoa. Richtig geiles, traditionelles mexikanisches Barbecue. Gewürzt wird das Ganze hier mit Brisket Love von Starch Hero. Da habe ich noch einen Teelöffel Kreuzkümmel dran gemacht und etwas mexikanischen Oregano, um diese mexikanische Note noch ein bisschen mit reinzukriegen, was richtig geil funktioniert hat. Dann trimme ich mir die Ochsenbäckchen, so wie sie halt getrimmt werden sollen oder wie ihr es gerade überhaupt wollt, ja. Ich trimme meine immer ziemlich viel, vielleicht mögt ihr das gar nicht so. Und dann wandern die bei so 120 Grad ab auf den El Fuego mit ein bisschen Hickory-Rauch für so 3-3,5 Stunden. Und während die Bäckchen da so vor sich hin smoken, kümmern wir uns erstmal um unsere Pico de Gallo. Letztendlich ist das nichts anderes wie eine mexikanische Salsa-Form. Weil meine Kamera bei 10 Blogger etwas gesponnen hat, zeige ich euch hier einen Rückblick aus einem anderen Video. Die Salsa besteht letztendlich aus nichts anderem wie Tomaten, etwas Koriander, Salz, Pfeffer, Saft einer Limette und etwas Zwiebeln. Und das war's schon. Das Ganze gut vermengt und ab in den Kühlschrank. Und während ich mir hier noch so einen Pils Josef von Biergenuss verbindet reinziehe, oder auch vielleicht zwei, und warte darauf, dass meine Ochsenbäckchen genau so aussehen, wie sie jetzt aussehen, wird es wirklich Zeit, wieder das Danke zu sagen. Und zwar an Starch Hero, der hat mir hier das Gewürz zur Verfügung gestellt. Der Link zu Biergenuss verbindet und Starch Hero ist natürlich unten in der Infobox mit drin. Müsst ihr unbedingt euch mal angucken. Die machen richtig klasse Sachen, sind lokal, sind ehrlich, sind offen. Aber jetzt genug der tollen Worte. Wenn meine Ochsenbäckchen dann genau so aussehen, wie sie hier aussehen, schöne Barkammen und einen schönen, tollen Smoke Ring wahrscheinlich, kommen die dann auf ein Bett von Zwiebeln mit ungefähr 4-5 Knoblauchzehen dazu. Dann gieße ich das Ganze in so einer, das hier ist ein GM-Behälter, könnt ihr auch so eine kleine Konsensform oder so nehmen. Dann mit Rinderfond nochmal auf. Sie soll nicht bedeckt sein, also der Boden sollte bedeckt sein, aber nicht komplett bedeckt sein. Dann dichte ich mir das Ganze mit hier so ein bisschen Backpapier noch ab in der Form und dann kommt nochmal Alufolie drüber. Dann ziehe ich den Smoker hoch auf ungefähr 160, 170 Grad und dann werden die nochmal gedämpft. Und wenn ihr alles beim Einpacken richtig gemacht habt, passiert Folgendes. Oh, da siehst du gar nichts. Das ist doch doof. Das sieht jetzt auch nicht. Und während ich mir noch anschaue, was die anderen so gemacht haben, sind meine Ochsenbäckchen dann auch schon fertig und bereit zum Pullen. Und jetzt schaut es euch an. Sehen die nicht geil aus? Genauso wie ich es mag. Lassen sich einfach mit der Gabel zerteilen. Das Ganze jetzt noch anrichten mit der Pico und fertig ist das Ganze. Dazu noch ein passendes Bier und schon ist der Abend gerettet. Und wenn ihr wissen wollt, wie es geschmeckt hat, dann fragt doch einfach den Grillcoach Gerrit oder den Thorsten von Beef. Ich mache jetzt aber mal eins. Ich zeig's noch mal kurz in die Kamera. Warte. Gerrit, kommt mal nach vorne. Ich schaff dich, das schafft durch. Alter, die fällt ja auseinander. Was will er überhaupt essen? Das ist Barbacoa nennt sich das Ganze. Das ist quasi mexikanisches Barbecue im Endeffekt. Und zwar gesmokte und dann gedämpfte Rinderbäckchen, Ochsenbäckchen mit einer Pico de Gallo. Ja. Oh geil. Also mega. Also schön würzig. Das zerfällt, Würze mega. Zerfällig. Auch dieses Salsa da dran ist klasse. Mhm. Das war das, was du vorhin in dem El Fuego gemacht hast. Genau. Boah, ne? Hammer. Rinderbäckchen. Ja, Ochsenbäckchen. Ochsenbäckchen. Irische Ochsenbäckchen waren das. Oder wie meine Oma immer sagt, Oma Lutschfleisch. Dazu lässt sich nicht mehr viel sagen. Außer, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, euer Bernd.